Woher wissen Sie dann, welches die richtigen Lösungen sind? Größtenteils aus Erfahrung. Also dazu muss man natürlich auch sagen, richtig liegen sie eben nicht immer. Aber die Erfahrung sagt dann zum Beispiel, das eine Modell ist eben in dieser Wetterlage sehr zuverlässig, aber bei Nebel nicht so. Und dann sollte man lieber auf das andere Modell hören. Und dann sucht sie einfach so auf der Basis von Erfahrung und auch ein bisschen vom Gefühl her die plausibelste Prognose aus. Zum Beispiel bei Gewitterlagen wird das noch oft schwierig mit der Kommunikation, weil zum Beispiel können wir vorhersagen, ja, es gibt im östlichen Mittelland am Nachmittag Gewitter, aber ob das dann genau in Zürich oder in St. Gallen oder am 10:30 oder am 3:45 auftritt, das kann man eigentlich nicht sagen. Und das können auch die Modelle noch nicht sagen. Und trotzdem wird zum Beispiel in Wetter-Apps irgendeine Lösung angezeigt. Aber das ist einfach eine von vielen. Und dann, wenn das irgendwie das Modell alle 3 Stunden neu berechnet wird, dann ändert das alle 3 Stunden und man denkt, hä, jetzt hat es doch vorher gesagt, es regnet dort und jetzt regnet es doch nicht dort. Also das heisst nicht, dass das Modell schlecht ist. Das ist einfach eine Frage von der Interpretation eigentlich. Eine 100% richtige Prognose, das ist eigentlich unmöglich. Weil eben auch manche Prozesse in der Atmosphäre ein bisschen chaotisch sind. Also die kann man eigentlich gar nicht vorhersagen, zumindest mit den Messmitteln und Berechnungsmitteln, die wir heute zur Verfügung haben.